In der Frühzeit der Hallenbäder war es eben so, dass die Sprungbretter, genauso wie übrigens auch die Rutschen, Instrumente der Wassergewöhnung waren. Man wollte ja die Leute motivieren, dass sie sich freiwillig ins Wasser begeben, aus Gründen der Hygiene und der Gesundheitsvorsorge oder eben um das Schwimmen zu lernen. Und wie macht man das am besten? Denn das Wasser war ja ein ungewohntes, gefährliches Element. Das machte man am besten, indem man ihm einen Hui-Effekt verschafft. Also mit Freude reinrutschen oder mit Freude reinspringen. Und dann sind die Leute im Wasser und sind genau da angekommen, wo man sie hinhaben wollte.